Und nachdem ich es im letzten Jahr nicht geschafft hatte, Moskau gesund zu überstehen, habe ich gedacht, kannst du in diesem Jahr nicht wiederkommen und sagen, es ist was. Und deswegen bin ich hier. Ich muss allerdings sagen, ich habe fasziniert zugehört bei dem, was Herr Dr. Leger gesagt hat. Weil ich mich gefragt habe, wo hast du das schon mal alles gehört? Und das mag sich jetzt vermessen anhören, aber es liegt etwa 40 Jahre zurück. Ja, 40 Jahre zurück. Einer meiner regelmäßigen Gesprächspartner war der stellvertretende Chef der amerikanischen Central Intelligence Agency, Admiral Inman, Bobby Inman, können Sie alles nachlesen. Und nachdem der aus der CIA ausschied, wurde der Chef einer Forschungseinrichtung an der Universität von Austin, Texas, und hat sich mit all dem, was künstliche Intelligenz anbetrifft, beschäftigt. Ich bin dann auch mit Staatssekretären aus der Bundesregierung dahin geflogen, einfach um natürlich zu wissen, was Sache ist. Und zu der Zeit waren unsere amerikanischen Gesprächspartner hochkommunikativ. Das war ja noch die Zeit des Kalten Krieges und da wurde Wissen geteilt. Das hat dann nach der deutschen Wiedervereinigung mit Ansage aufgehört. Mit Ansage aufgehört. Und ich sage das jetzt deshalb, weil ich mich natürlich frage, und das haben Sie vielleicht auch getan, wenn man das so alles hört und sieht, dann ist ja eine Überlegung, wo sind wir dann? Wir sind ja immerhin mit rund 80 Millionen Menschen in Deutschland, sind wir ja ein potenter Faktor. Wir sind industriepolitisch in weiten Teilen Weltspitze. Aber bei den Dingen, die einen militärstrategischen Hintergrund haben, was machen wir auf diesem Feld? Und wo sind wir in diesen 40 Jahren zwischen den damaligen Gesprächen in Washington und in Austin? Wo sind wir heute hier angekommen? Was wird in Bewegung gesetzt? Und wo sind wir eigentlich nur noch diejenigen, die mitlaufen müssen, weil wir selber nichts mehr zustande bringen oder nichts mehr zustande bringen dürfen? Es mag ja das eine und das andere geben. Und Sie haben es in den letzten Fragen, haben Sie es ja angesprochen unter dem Gesichtspunkt, ist das nicht eine besorgniserregende Geschichte? So ist das vermutlich mit allen Dingen, die wir Menschen machen, haben zwei Seiten. Aber wenn ich das unter politischen Gesichtspunkten jetzt für mich beurteile, Teil der Probleme, mit denen wir sowieso zu tun bekommen, wir haben uns mit dem Maastrichter Vertrag des Jahres 1992 eigentlich von der uns bekannten bürgerschaftlichen Teilhabe im Staat, der Partizipation und der parlamentarischen Demokratie verabschiedet. Jetzt werden Sie mich natürlich fragen, wie kommt's, warum, haben wir nicht gemerkt. Wir sind da, Herr Dr. Leger hat es ja auch gesagt, wir haben wieder gewählt, wir sind wieder zur Wahl gegangen. Ja, wir haben 1992 natürlich in der klaren Erkenntnis, dass wir was Gutes für Europa tun wollen, wir haben uns entschieden und haben gesagt, nur noch 20% der staatlichen Entscheidungskompetenz, die wir in Bonn hatten, die werden wir übertragen nach Berlin. Und 80% dieser staatlichen Entscheidungskompetenz werden wir nach Brüssel geben, im Sinne der gemeinsamen europäischen Überlegungen. Wir wollen ja das Projekt Europa nicht scheitern lassen. Nur wir haben zwei Dinge dabei wenig beachtet. In Brüssel ist das, was wir unter demokratischen Gesichtspunkten abgegeben haben, nie im Leben demokratisch angekommen. Brüssel ist nichts anderes als die europäische Fortsetzung von Washington. Ein Hort des Lobbyismus. Ob wir da als Wahlbürger überhaupt noch vorkommen, die Frage zu stellen, heißt sie lieber nicht zu beantworten. Und in Berlin ist das ja nicht anders gelaufen. Wir kommen ja aus einem Staat, und das ist vermutlich noch die Erinnerung der meisten, die hier sitzen.
Wir kommen aus einem Staat mit hoher Verwaltungskompetenz, wo tradiertes Wissen nicht in amerikanischen Anwaltskanzleien lag, sondern in der deutschen staatlichen Verwaltung. Das ist alles mit dem Umzug nach Berlin weggegeben worden. Und wir sind in Berlin in einer Situation, wo ich nur darauf aufmerksam machen kann, wenn Sie irgendwo in Deutschland eine Einrichtung finden wollen des folgenlosen Redens, müssen Sie in den Deutschen Bundestag gehen. Können Sie sich in Berlin aufhalten. Und das, was wir dann in Berlin veranstaltet haben, ist ein Biotop für Nichtregierungsorganisationen. Und meine Damen und Herren, das sind Dinge, die uns normalerweise überhaupt nicht interessieren. Aber wir sind ja davon ausgegangen, dass wir bei dieser Bundestagswahl eine Entscheidung darüber treffen, dass unsere Belange kompetent irgendwo wahrgenommen werden. Meine Damen und Herren, ein Abgeordneter in Berlin stört nur, weil die Dinge wahrgenommen werden durch die Ministerien der Bundesregierung. Die sind an die Geschäftsordnung derselben gebunden und sind in einem intensiven und dauerhaften Dialog mit der Wirtschaft, mit der Gesellschaft und mit den Nichtregierungsorganisationen. Das heißt, bevor Sie als Abgeordneter etwas vorgesetzt bekommen, hat der Rest der Republik, der nicht demokratisch repräsentiert ist, Einfluss auf unseren Staat genommen. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, was dann für uns davon noch übrig bleibt. Und möglicherweise ist ja alles das, was auch vor dieser Bundestagswahl den ein oder anderen prominenten Vertreter zu der Unterstützungsaktion für die ein oder andere Partei veranlasst hat, ist auf dieser Sorge begründet, aufgebaut, dass man zwar merkt, dass sich unser Land substanziell verändert, aber wir kein Pack anhaben, wie man am Niederrhein so schön sagt, um deutlich zu machen, was wir eigentlich unternehmen müssen, um uns Gehör zu beschaffen, bevor wir so rummanipuliert werden, wie Herr Dr. Leger das eben dargestellt hat. Ist doch für uns die Entscheidung da, dass wir gehört werden wollen. Wir wollen Entscheidungen treffen und wir wollen nicht in eine Situation kommen, dass man alles und jedes in Deutschland mit Terrorismusverdacht begründet, aber Sie und ich eigentlich gemeint sind. Und dass das Sie. Und dass das die Zukunft von uns allen bestimmt. Und meine Damen und Herren, das ist ja ein interessanter Platz hier in Köln. Eigentlich müsste der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin von Köln, es ist ja eine Dame im Augenblick, müsste ja eine bundesweite Bedeutung haben, weil Köln traditionell eine Säule des Reiches gewesen ist. Und damit natürlich mehr als nur irgendeine Stadt am Rhein, bei der man das ein oder andere mal hört. Nein, Köln ist von einer politischen Bedeutung, wie wir in diesen Tagen sogar im Fernsehen sehen können, bei diesem neuen Blockbuster Babylon aus Berlin, wo man selbst den honorigen Oberbürgermeister aus Köln, Konrad Adenauer, 24 Stunden in ein schiefes Licht gebracht hat, wenn man der Bild-Zeitung folgen soll. Nur, meine Damen und Herren, wer folgt schon der Bild-Zeitung? Aber man sollte Konrad Adenauer folgen. Und ich sage das nicht unter nostalgischen Gesichtspunkten. Das Rheinland, wir in Nordrhein-Westfalen haben ein Anrecht darauf, dass es nicht nur einen Ministerpräsidenten in Düsseldorf gibt, sondern jemand, der aus der bedeutendsten Stadt, die wir in Deutschland haben, aus Köln, sein Wort in Deutschland macht. Meine Damen und Herren, wir müssen das einfordern, weil wir brauchen Verbündete als Bürger, weil wir aus uns selber heraus nicht mehr die Kraft haben, Dinge entscheidend zu beeinflussen. Und wir sehen es doch hier in diesem Hotel. Wir sind ja hier praktisch im Schlagschatten von zwei wichtigen Einrichtungen. Einmal dem Kölner Dom und auf der anderen Seite dem Westdeutschen Rundfunk. Meine, ja, schlimmer kann man es ja gar nicht sagen.
Meine Damen und Herren, Kölner Dom, da haben wir doch vor einiger Zeit gesehen, als Leute von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch machten, wurden da die Lichter ausgeschaltet. Ja, meine Damen und Herren, wenn die NATO wieder einen völkerrechtswidrigen Krieg irgendwo lostritt, wo sind dann die Kirchenfürsten? Wo bewahren die uns vor den Dingen, die in Deutschland mit dem Synonym Nürnberger Prozesse verbunden sind? Meine Damen und Herren, eine Bundesregierung, die nicht mehr weiß, welchen Eid sie abgelegt hat auf die Verfassung, und Kirchenfürsten, die nicht mehr wissen, dass sie für den Frieden einzutreten haben. Ja, meine Damen und Herren, was soll man mit denen? Wir brauchen doch Menschen, die ihre Verantwortung wahrnehmen. Können wir auch auf den WDR kommen? Ich bin ja in diesen Jahren seit der Ukraine-Entwicklung, was ich gar nicht wollte, da und dort in Deutschland und in der Welt wieder unterwegs. Und so habe ich natürlich auch eine Veranstaltung durchgeführt, wo offensichtlich ein Mitglied der Verwaltungseinrichtung des WDR zugegen war. Und er kam nach meinem Beitrag, kam er zu mir und regte sich furchtbar auf, mir gegenüber. Ich habe kein Mandat, bin mit meiner Frau zusammen und unserem Hund. Also die Welt ist bei mir insoweit geregelt. Ich habe kein Mandat, nirgendwo. Und regte sich dann bei mir auf und sagte, wissen Sie eigentlich, dass im Westdeutschen Rundfunk Pensionen 110% des Jahresgehalts betragen? Ja, meine Damen und Herren, ich kann das nicht übersehen, aber als Mitglied des Verwaltungsrates des Westdeutschen Rundfunks wird man das ja wissen. Meine Damen und Herren, wenn wir so etwas dulden, wenn wir so etwas tolerieren, wenn so etwas möglich ist, dann weiß ich doch, wie Medien strukturiert sind, um immer auf der Seite der Mächtigen zu sein. Meine Damen und Herren, die haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Wir sind der Souverän. Und das muss der WDR begreifen. Sonst geht es den Bach runter und wir sind irgendwo anders. Und meine Damen und Herren, wie es anders gehen kann, haben wir in diesen Tagen bei Phoenix gesehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon auf der Fahrt nach Köln war zu dieser Veranstaltung und nicht die Fünferrunde der österreichischen Spitzenkandidaten auf Phoenix gesehen hat. Aber meine Damen und Herren, der ein oder andere hier wird es ja gemacht haben. Und wenn nicht, gucken Sie es sich in der Mediathek an. Phoenix war spitze. Die haben eine Diskussion von einer Dame und vier Herren gezeigt, wo der Wähler für voll genommen worden ist, wo Argumente kamen, wo man wusste, worüber die geredet haben und wo nicht jeder, der einer anderen Auffassung war, direkt als Nazi oder als Kommunist beschimpft worden ist. Meine Damen und Herren, Österreich macht uns das vor, was im deutschen Sprachraum möglich ist. Und ich sage das deshalb, um auf ein Ergebnis von morgen fast wie sicher abstellen zu können. Ich halte es nicht mit Prognosen, ist nicht mein Job. Andere können das viel besser. Aber man sieht ja manchmal, wohin die Dinge laufen. Und wohin laufen sie? Wenn morgen in Österreich, Niedersachsen kann man vielleicht nicht ganz vergessen, aber wenn morgen in Österreich so gewählt wird, wie wir das erwarten können, dann wird sich in Deutschland was ändern. Dann haben wir in Wien eine deutsche Regierung, die offensichtlich die Belange ihrer Bürger ernst nimmt, das auch artikuliert, das auch in Gesetzgebungsvorhaben packt und die deutlich macht, dass es einen Unterschied zu einer Bundesregierung in Berlin gibt. Ja. Haben Sie das jemals im Leben erlebt, da sackt einer einen Verlust von 8% ein und sagt am nächsten Tag in die Fernsehkameras, ja, ich weiß nicht, was ich anders hätte machen sollen. Ja, meine Damen und Herren, wenn man das hört, dann kann ich nur sagen, weder der Herr Kurz, noch der Herr Strache, noch der Herr Kern
werden sich dem Wähler gegenüber so bockig, halsstarrig, ignorant zeigen wie jemand, der aus einem Wahlergebnis keine Konsequenzen zieht. Und ich sage das mit allem Nachdruck. Und ich sage das mit allem Nachdruck. Österreich kommt nach Deutschland zurück. Alleine unter politischen Gründen. Wir sehen ja jetzt bereits in Deutschland eine Entwicklung Baden-Württemberg, Bayern bis hin nach Sachsen, wo die Menschen der Auffassung sind, wir wollen unseren Rechtsstaat nicht verlieren, der durch die Bundesregierung in die Wolken geschossen worden ist. Und in Österreich wird das artikuliert und die artikulieren sich übrigens in der uns gewohnten und vertrauten deutschen Sprache. Meine Damen und Herren, was das in Zusammenhang mit der politischen Entwicklung in Deutschland bedeutet, das will ich in diesem Zusammenhang nur ansprechen. Auf Deutschland kommt etwas Interessantes zu, denn Wien ist bei uns immer noch beliebter als Berlin. Nichts gegen Berlin. Die Berliner können nichts dafür, dass sich das da etabliert hat, was wir in Berlin haben. Aber Wien ist uns sympathischer. Und ich sage das mit allem Nachdruck, um deutlich zu machen, Wettbewerb im politischen Leben gehört bei einem deutschen Bundestag wieder dazu, der vor Sterilität in den letzten Jahren geplatzt ist. Und meine Damen und Herren, Sie sehen es doch genauso gut wie ich. Der Ball ist doch ins Rollen gekommen. Wer glaubt denn in diesem Land noch daran, dass es für Horst Seehofer oder für Frau Merkel eine Zukunft gibt, die in Legislaturperioden bemessen sein kann? Wer glaubt das noch? Also ich bin ja fast versucht, hier zu fragen, wer zeigt mal auf? Aber auch so ist das ein feststellbares Ergebnis. Zu 100%, Herr Professor Otte, wird hier festgestellt, die haben keine Zukunft mehr, die in Legislaturperioden bemessen ist. Das sind immerhin 4 Jahre. Und meine Damen und Herren, man wird das nach dem morgigen Wahlergebnis in Niedersachsen vermutlich auch erwarten können. Es wird ja mit Sicherheit wieder nicht darüber Aufschluss gegeben, warum man in 2 Monaten 12% oder mehr in den Wählerumfragen vergeigen konnte. Das spielt ja alles keine Rolle, weil man jetzt ja das Allheilmittel in der Jamaika-Koalition anstrebt. Es bleibt ja nichts anderes über, es sei denn, wir kriegen Neuwahlen oder es gibt wieder die große Koalition oder es gibt eine Minderheitenregierung. Das wird vermutlich in den nächsten 2, 3, 4, 5 Monaten alles durchgetestet. Und meine Damen und Herren, warum sage ich das mit Sorge? Weil Zeiten der deutschen Unsicherheit von unseren amerikanischen, britischen, französischen Bündnispartnern gewohnheitsmäßig genutzt werden, uns in kriegerische Abenteuer reinzuziehen. Wir haben das 1998 im Zusammenhang mit dem ein halbes Jahr später fest durchgezogenen Jugoslawienkrieg das erste Mal erfahren. Wir sind auf vielen Gebieten, und jetzt komme ich wieder auf Herrn Dr. Leger, wir sind so abhängig von den Entscheidungen Dritter, dass wir vermutlich nichts anderes mehr können, als an die Franzosen Geld abzudrücken und den Engländern und Amerikanern unsere Soldaten und Soldatinnen zu stellen. Das ist für unser Land zu wenig. Und meine Damen und Herren, ich habe völliges Verständnis dafür, wenn man sagt, wir wollen unser Land, unsere parlamentarische, rechtsstaatliche Demokratie wieder zurückhaben und wollen nicht nur auf Konsumenten und Steuerzahler reduziert werden. Meine Damen und Herren, das ist uns zu wenig. Und wohin wir uns entwickeln, haben wir doch gestern Abend sehen können, bei der Rede von Herrn Trump im Zusammenhang mit dem Iran.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den gehört hat. Was der alles gesagt hat, der hat sich nicht nur beschäftigt mit der Frage Nuklearabkommen mit dem Iran, sondern der hat ein Sündenregister aufgemacht in Zusammenhang mit Iran, dem stolzen Persien. Das kann man machen, wenn man besoffen ist oder wenn man verantwortungslos daherlabert. Aber meine Damen und Herren, wer hat denn auf diesem Globus unser gemeinsames Erbe so verschleudert wie die Amerikaner mit ihren ständigen Kriegen, die sie führen? Unsere Nachbarvölker in die Steinzeit zurückbomben, die Flüchtlinge bei uns abladen und nicht in Amerika aufnehmen und, meine Damen und Herren, doch alles tun, was man in der Vergangenheit als Propaganda gerade uns unterstellt hat, Deutschen. Wir wollten die Weltherrschaft. Meine Damen und Herren, wer hat sie denn? Die haben uns doch nur vorgeführt, um es selber zu machen. Meine Damen und Herren, und unter diesen Gesichtspunkten kann ich doch mit allem Nachdruck nur darauf aufmerksam machen, wie kann man eigentlich als Präsident hingehen und die Verantwortung für die Weiterführung dieses Abkommens in die Hände eines amerikanischen Kongresses legen, der von den Oberkriegstreibern bestimmt wird. Meine Damen und Herren, Sie kennen doch alle diese Namen. Es gibt doch keinen Krieg, für den nicht plädiert wird und der Name McCain fehlt. Oder Graham oder wie sie alle heißen. Das heißt, wir haben in einer extrem komplizierten Situation versucht, mit dem Iran klarzukommen, dass er nicht zu Nuklearwaffen greift. Das in einer Gegend, wo wir einen weiteren Staat haben, über dessen Nuklearwaffen kein Mensch redet, Israel. Und trotzdem haben wir das hinbekommen. Und meine Damen und Herren, wenn man das lostritt, was der amerikanische Präsident gestern gemacht hat, dann bekomme ich in einem Teil unseres Nachbarkontinentes, der ohnehin leidgeprüft ist, das wissen wir doch, Irak, Syrien, Libanon, Israel, Gaza, Jemen, Saudi-Arabien und was es da alles gibt, dann bekommen wir einen Grund, an den globalen Konflikt zu denken oder denken zu müssen. Meine Damen und Herren, wir leben doch in einer Zeit, wo quer über den Kontinent nicht die Seidenstraße sich entwickelt, für die die Chinesen so plädieren, sondern überall die Minenfelder ausgelegt werden für den globalen Großkonflikt. Das haben wir in der Ukraine, das haben wir im Nahen und Mittleren Osten, das haben wir, um nur die Stichworte zu nennen, das haben wir auf der koreanischen Halbinsel. Meine Damen und Herren, was wollen wir eigentlich mit den für uns so fast unentbehrlichen Vereinigten Staaten anfangen? Wenn auf der koreanischen Halbinsel vor Jahren und vor Jahr und Tag Vereinbarungen geschlossen worden sind, dass die Nordkoreaner auf nukleare Ambitionen verzichten, wenn die Amerikaner bestimmte Reaktortypen liefern. Das ist hoch und heilig in Verträge gegossen worden. Wer hat die Verträge gebrochen? Natürlich die Amerikaner. Sodass man sich fragen muss, was ist eigentlich das treibende Motiv für die Vereinigten Staaten, an allen Ecken der Welt Minenfelder zu deponieren, die uns alle das Leben kosten können. Und jetzt sollten Sie nicht annehmen, ich würde die Rohingyas, diesen muslimischen Bevölkerungsstamm in Burma außer Betracht lassen. Nein, das tue ich nicht. Burma ist das typische Land dafür, im Interesse der Vereinigten Staaten instrumentalisiert zu werden. Das haben wir schon während des Vietnamkrieges erlebt mit dem Stamm der Karen.
Sie brauchen nur im Internet nachzusehen. Es entblättert sich alles. Und meine Damen und Herren, Burma und alles das, was sich da derzeit entwickelt, ist zusammen mit einem weiteren Gebiet unweit von Burma prädestiniert, um uns um die Ohren zu fliegen. Wir sehen in Zusammenhang mit Burma 3, 4 wichtige Entscheidungsstränge. Die Chinesen drängen an die Andamanensee und haben da, wie man hört, Stützpunkte. Die Inder bereiten sich darauf vor, was man hört, bis Da Nang in Vietnam vorzustoßen. Die Amerikaner sehen natürlich die Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe. Da wird ausgekegelt, wer was macht. Und meine Damen und Herren, wenn wir das Ganze über den Kontinent nehmen, dann ist es doch gar kein Wunder, dass man in Japan davon ausgeht und in Korea auch, wenn es da kracht, wird die Bundeswehr da eingesetzt. Wir haben unsere nationale Gesetzgebung in den letzten 20 Jahren so am Deutschen Bundestag vorbei von Verteidigung auf Angriff umgeschaltet, dass es nur so kracht und wir keine alternativen Möglichkeiten haben, als mitzumachen oder bei jeder Frage, wo wir nicht mitmachen wollen, zu sagen, dann seid ihr diejenigen, die das Bündnis platzen lasst. Meine Damen und Herren, verhängnisvoller kann man nicht in eine Situation einsteigen, als die, mit der wir es derzeit zu tun haben. Und das ist eine Entwicklung, die nimmt uns den Atem. In diesen Tagen kriegen wir es doch aufs Butterbrot geschmiert, was es bedeutet, mit unserem großen Nachbarn, den Russen, nicht so Handel treiben zu können, wie wir Handel treiben wollen. Es ist doch von Zahlen um die 40 Milliarden pro Jahr die Rede, die wir deshalb einbuttern. Erlöse, die wir nicht haben. Die Österreicher, die Schweizer, alle anderen machen das auch, sagen es auch. Wir waren nicht diejenigen, die den Putsch in Kiew angezettelt haben. Das waren wir nicht. Aber die Amerikaner waren stolz darauf, dass sie 5 Milliarden darin investiert hatten. Meine Damen und Herren, wir waren noch nicht diejenigen, die amerikanische Söldnertruppen in die Ostukraine geschickt haben, um da einen Bürgerkrieg loszutreten. Konnte man ja in den Zeitungen des Springer-Konzerns alles nachlesen. Das sind wir alles nicht gewesen. Und meine Damen und Herren, wenn man einen Putsch nicht anerkennt und nicht von einer Putschregierung regiert werden will, habe ich volles Verständnis dafür, dass man auf der Krim gesagt hat, dann lieber wieder Russland. Meine Damen und Herren, und dafür werden wir zu Sanktionen herangezogen, bei denen Joe Biden gesagt hat, man kann sich stolz auf die Schultern klopfen, weil wir den Europäern wieder den Arm auf den Rücken umgedreht haben. Meine Damen und Herren, solche Situationen überleben wir kein zweites Mal. Und deswegen kommt es jetzt in Zusammenhang auch mit den gestrigen Ankündigungen von Herrn Trump darauf an, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe mich in diesen Fragen oft genug mit Helmut Schmidt unter vier Augen in 10, 12 Jahre zurück unterhalten. Und wir haben beide immer einen Sinn darin gefunden, die NATO als Klammer zwischen Brüssel und Berlin und den anderen und Washington zu behalten. Aber nicht die NATO im militärischen Kontext, sondern als Vertragsorganisation, weil wir Klammern über den Atlantik brauchen. Wir haben mit dieser NATO, wie wir sie haben, den Frieden seit 1990 gnadenlos vergeigt, weil wir die NATO in ihrem Charakter auch noch verändert haben von einer Verteidigungsallianz zu einer Angriffsformation.
Meine Damen und Herren, wir sollten in Zusammenhang mit den Dingen, die jetzt auf eine Bundesregierung zukommen, darauf drängen und sagen, deutsche Truppen nur unter deutschem Befehl. Weil wir nicht in die Kriege anderer hineingezogen werden wollen. Und in Korea wird nicht Deutschland verteidigt. Auch im Iran nicht. Und meine Damen und Herren, Sie haben mir heute Morgen die Gelegenheit gegeben, das ein oder andere dazu zu sagen. Insoweit bin ich gerne nach Köln gekommen, natürlich zu Herrn Professor Otte. Und wenn Sie Fragen haben, denn es war ja nur ein Anreißen von Themen, stehe ich jetzt gerne für den Rest der mir gegebenen Zeit hier in Köln zur Verfügung.